Herzlich willkommen zum 7. Spieltag des DSC Düsseldorf 2. Heute die Anlage bei einem schönen Wetter. Noch nicht so viele Leute da, aber das Spiel fängt auch erst gleich an. DSC kommt aus einem Unentschieden gegen den HC Velbert. Eine nicht wirklich starke Leistung, aber da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Düsseldorf heute mit einem sehr zusammengewürfelten Kader aus U18 und Münster, wissen wir jetzt nicht genau, aber beide Mannschaften auf jeden Fall heute, denke ich mal, brauchen 3 Punkte. Der DSD will, ich glaube, den Aufstieg schaffen. Agieren, da die Spieler jetzt einfach, wie gesagt, festgespielt sind. Und ja, jetzt stellen die Mannschaften sich im Kreis auf. Gibt es jetzt noch mal die letzten heißen Worte vom Spiel und dann sollte es auch gleich schon losgehen. Da sprechen wir beide aus Erfahrung. Und ja, Münster jetzt hier nochmal abklatschen. Und dann auch angepfiffen werden kann. Die beiden Unparteiischen stehen auch schon. Da müsste es jetzt gleich sofort losgehen. Sehr gut. Der SD holt sich den Ballgewinn. Jörg macht schnell, jetzt hat auch Schäfer Platz. Der Münsteraner verteidigt sehr gut. Der DSD holt sich den Ball sofort zurück. Ja, wir sehen jetzt immer wieder ungenaue kleine Pässe hier, vor allem im letzten Viertel. Ein bisschen hektisch jetzt hier gerade. Münster probiert es jetzt mal schnell zu machen, doch verliert ihr mal. Knipschitz fängt den dann sehr gut ab. Kommt jetzt auch wieder Kontrolle rein über Nick Möhle. Der muss jetzt Chris Weinersmann in der Mitte sehen, macht er auch, sehr gut. So, gut nach vorne verteidigt vom Münsteraner Innenverteidiger. Oh, der hat einen schönen Zock. Ja. Holt sich den Pfiff. Gibt auch den Pfiff. Oh, den muss er eigentlich liegen lassen. Ja. Alles gut. Oh, das ist Missverständnis zwischen den beiden Spielern da. Ja. Ja, die ersten Minuten versucht da Chris jetzt gut anzupressen. Der findet einen guten Weg. Sucht einen Ball nach vorne. Findet Leo Bergs. Der ist, macht da eigentlich einen guten Zock. Ist hierbei für ihn. Münsteraner schießt den Ball da noch ein bisschen weg mit dem Fuß. Weiß nicht, ob die Schiedsrichter das gesehen haben. So. Guter Ball auf Per. Der hat jetzt etwas Platz, damit Jontel 2 gegen 1. Rashid, der Trainer des DSDs, beschwert sich da, dass die DSD-Außenverteidiger mehr kippen sollen. Und so mehr gefährlicher werden. Sehr schön gezockt. Ersten Kreiseintritt. Findet da leider niemanden. Na. Leo Bergs mit der ersten Chance. Der Leo macht das eigentlich gut. Leo Bergs weiter am Ball. Immer noch am Ball. Oh, der ist hoch, der kann der Ecke geben und das ist die erste Ecke für den DSD. Sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Jonas Hoppe, der da gut über die Außen, über die Hundekurve läuft. Schön in den Kreis reinkommen, findet den Erstgeldabnehmer, doch Osten, Kader war es, glaube ich. Kriegt den Ball zurück, spielt auf Leo Bergs und der dann da mit einem schönen Zock den Münsteraner Fuß anspielt und so die erste Ecke rausholt. Glaubst du, sehen wir bei der ersten Ecke eine Variante? Ich denke, es wird erstmal ein Schuss. Ja, das denke ich auch. Von steht da am Schuss. Ja, ich denke, dass Ole Knuff dich den nehmen wird. Im zweiten Konterdreieck steht nicht so wirklich hinten. Chris steht da ein bisschen weit vorne. Vertrauen deinen Mitspielern wahrscheinlich so gut, dass sie jetzt ein Tor machen. Ecke verstoppt. Guter Ball von Jonas Hoppe da. Die lange Ecke für den DSD. DSD will schnell machen. Sebi fordert den Ball da sehr gut auf den Außen. Außen findet da ein super Anspiel. Sebi setzt sich da klasse durch. Kann da sogar einen Pfiff für sich bekommen. Schiri lässt laufen. Bewusst, dass der Gegenspieler da reinkommt. Nixi dreht sich das super auf. Ein super Ball Richtung Kreis. Paul jetzt fast im Kreis. Oh. Verzockt sich da leicht. Münster im Konter. Aber auch sehr stark gestellt von den Münsteranern. Es könnte was gehen. Sebi Pelzer bricht aber gut. Da steht aber alles sehr zu. Austin Carter und Ole Knuff haben da die Männer zugemacht. Ja. Jetzt der Münsteraner aber rechts. Macht schnell. Oh, es könnte erst der Kreisantritt kommen. Per Pink. Da ist der Kreiseintritt. Münster, gut dabei. Kommen die jetzt zum Abschluss? Nein, trifft den Ball nicht. Muss der für DSD. Für DSD sein. Und jetzt muss der Ball nach vorne. Ja, das so ein bisschen. Ole macht das Spiel langsam. Da haben die gepennt, einmal kurz, hat man gemerkt. Da ging es schnell, da haben sie keine gute Zuordnung gehabt hinten im Kreis. Kam Münsteraner frei zum Schuss, hat den Ball aber zum Glück nicht getroffen. Dadurch jetzt der Pfiff für den DSD. Ja. Eigentlich gut gespielt von Münster über außen.
Auster Platz. Einen schönen langen Ball auf Leo Bergs. Er findet den Kreiseintritt, macht das super da. Meiner Meinung nach ein Stockschlag, den ich gesehen habe. Rimmt die Ecke für den DSD. Meiner Meinung nach ein Schlägerstellen von Leon Koch, aber der Schiri hat es anders gesehen, steht auch näher dran. Trotzdem die zweite Ecke für den DSD. Beim Schuss von Münsteraner angeblich geschubst worden, zeigt der Schiri da an. Deswegen jetzt die Ecke. Sehr stark auch gemacht von Leo, setzt sich da sehr gut durch. Durch die Mitte, den Weg, den die Münsteraner wahrscheinlich eigentlich zumachen wollten. Klasse Aktion. Gute Rausgabe. Wieder leider verstoppt. Wieder verstoppt. Ich weiß nicht, woran das heute liegt. Noch, und etwas dann ein ungenauer Ball. Ungenauer Ball von Nick Möhle auf Sebi Uhr. Der SD jetzt wieder schnell in der Formation. Das gefällt mir heute sehr gut. Aber der SD, die stehen sehr schnell wieder hinten. Als auf Nick. So, jetzt bekommt Sebi Uhr auf den Außen Ball. Leitet ihn sehr gut weiter zu Paul. Der muss den Ball jetzt Richtung Kreis bringen. Osch, Bild. Gutes Anspiel von Osch. Oh. Der DSD kommt nicht zum Abschluss. Etwas unglücklich da, die ganze Situation. Ein, zwei Zentimeter zu langsam. Der DSD macht das stark nach hinten. Langsam. Und bricht da super ab. Julian Klipschitz holt sich den Ball zurück. Macht das sehr stark. Ach, spielt den Ball da wieder rein, wo er gerade herkommt. Doch, das sagt er sein. Münster schließt das Mittelfeld da überhaupt nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Die Anspiele sind da immer wieder möglich, sogar auf die Zehnerposition. Oskar Scheffler unten rechts im macht das da gut, setzt sich da sehr gut stark durch. Holt den Ball hoch, doch der Münster macht das klasse. Da. Klasse Aktion von Oskar Scheffler. Sehr stark. Unsere Nummer 25. Jetzt. Knipschild. Probiert's mit dem Zock. Setzt sich da kommt eigentlich ganz gut durch. Durch. Ball wieder, wieder auf die gleiche Seite. Der Ball muss jetzt langsam auf die andere Seite. Sebi hat hier wieder sehr viel Platz. Da ist Leon Koch, bleibt da auch auf der Vorhand. Außerdem setzt sich da gut durch. Kann jetzt Leo Bergs jetzt. Und da kann auch Schmal reinmachen. Macht das nicht, schade. Gut gespielt von dir. Nick Möhle beschwert sich dabei seinen Teamkameraden, möchte, dass sie sich da schneller stellen. Das wurde eben noch gelobt. Jonte kommt da sehr gut hervor. Klasse gemacht. Kann die Ball leider nicht kontrollieren, aber unterbricht den Konter. Kann man es jetzt nicht richtig nennen, aber zwei guten Kreisantritten, wo sie jetzt wenig draus gemacht haben. Immer den Ball gut verloren. Ja. Beide Mannschaften gut ein bisschen. Gut abgefangen von Jonas. Der findet den Ball auf Nick. Oh, spielt ihn dann leider nicht wirklich gut. Ja. Jetzt muss Paul den Ball aufs Tor bringen. Ja. Ach, den kann er auflegen. Das ist, sag ich mal, der DSD nutzt, geht mit seinen Chancen nicht gerade gut um. Der Münster aber auch nicht. Beide haben irgendwie Angst vor Abschluss, habe ich das Gefühl. Trauen sie nicht richtig rauszuschießen. Da fehlt mir so ein bisschen das. Die letzte Konsequenz fehlt da. Genau, die letzte Konsequenz immer, sich den Mut zu nehmen, aufs Tor zu hauen. Der DSD muss jetzt auch aufpassen. Die zwei Kreisantritte von Münster sollten denen jetzt langsam zu bedenken geben. Dass sie da jetzt einfach wieder konsequent verteidigen, davor kommen und schnell in ihre Ordnung finden. Nicht vor da vorne machen das schon. Da müssen natürlich beim Presszeichen müssen da alle nach vorne. Gutes Anspiel von Nick, den kriegt Johann. Den hat er. Der war nicht im Aus. Nicht im Aus, ganz sicher nicht. Der Schiri leider ja falsch gesehen. Stellt der DSD sich schön davor, aber Münster kommt im Schlenzer raus. Knipschel kommt da sehr gut. Klasse zusammengespielt hier mit Paul Tenkoff. Jetzt fehlt einer langen Pfosten, finde ich. Ja, und der Forst leitet das Spiel von hinten. Etwas ungenaues Anspiel, das passiert, ist okay, Chris kann ihn kontrollieren. Paul Tenkoff, da verliert den Ball leider. Der muss ja jetzt ein bisschen konsequenter den Ball in die nächste Kette bringen, in die nächste Reihe. Der Ball kommt in die Rückhand von Münster. Außen setzt sich da zurück, kommt nach vorne. Setzt sich da sehr gut durch. Das ist sehr gut gemacht von Austin Carter. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Leider, Münzer kann den Ball gut aus dem Kreis führen. So, jetzt müssen sie aber alle nicht alle zurücksprinten. Der DSD wieder hinten in guter Überzahl. Wir kommen es tatsächlich vor, dass der DSD hier mit drei Männern mehr auf dem Platz steht. Liegt einfach daran, dass der DSD sehr gut zurückarbeitet, sehr schnell wieder hinterm Ball steht. Ja. Das gefällt mir heute sehr gut von den Jungs. Leider nicht alle. Offen hinten beim DSD. Wenn Münzer mal durchkommt, wird es immer sofort gefährlich.
Die beiden Kreiseintritte da von Münster waren sehr zwingend. Da hätte auch man mehr draus machen können, wenn man ein bisschen, sag ich mal, ruhiger geblieben. So, die beiden Mannschaften stellen sich jetzt langsam wieder auf. Münster steht schon, der SD kommt noch aus der Kabine. So, das Spiel geht los. Da hatte der SD eben schon Anschuss, ja. Jetzt hat der SD auch einen Freundschaftsanschuss gemacht. Oh, etwas ungenauer Ball. Wir müssen jetzt schnell hinter den Ball kommen. Kann Münster auch zu gut schnell. Austin stellt den eigentlich ganz gut. Eigentlich eine Ecke, ich sehe da auch, dass der Ball von Ole Knuff eigentlich hochgeht. Guter Ball von Chris. Der ist immer schon im Gegenpressing. Auster Scheffler bricht ab. Auster stellt sich da gut durch. Hat die richtige Entscheidung getroffen, meines Erachtens nach. Spielt der Ball wieder gut hinten rum. Jonte Voss. Ein klasse Ball von Herr. Sehr guter Ball. Oh. Der kommt leicht hoppelnd. Da wird er auch von den Fans hier, von den ersten Herren, gut angefeuert. Gefeiert für den Ball. Auch die Nummer 12 wieder sehr frei. Spielt einen guten Ball in Kreis. Nummer 15 sehr gefährlich vorm Tor. Da verpassen wieder zwei Leute den Ball. Die Kreisantritte von Münster waren sehr gefährlich. Und der ist jetzt nicht der Fall. Nummer 5 setzt sich das klasse durch. Sehr gefährlicher Kreisantritt und das ist nicht das 1:0. Glück gehabt für den DSC. Der hält Laurent Ebel hält das da. Ist doch einer der besten Tor aus Deutschland, spielt U18 Nationalmannschaft. Das nicht ohne Grund. Ist per Ping. Warum fängt er zu zocken im letzten Viertel? Das ist nicht schlau gemacht. Das Münster nicht wieder. Clever, nee. Doch, gut, ja, gut im Ball. Klasse Anspiel von Knipschild. Austin nimmt ihn da wieder mit. Bisschen zu schwaches Anspiel. Kann er ein bisschen härter spielen. Das sind kein Fünf-Meter und das ist die Ecke clever. Für den DSD. Sauber gemacht von Jürgen Knipschild. Der die 3 Meter Abstand vom Gegner ausnutzt und der Gegner dann auch dran geht. Wahrscheinlich einfach aus Reflex. Ist aber jedem schon mal passiert, der das kennt. Da muss man halt hellwach sein, das macht halt immer die Guten von den Krassen aus. Aber super gemacht von Julian Klemmschild. Und jetzt die Ecke für den DSD. Sehen wir mal eine Variante oder sehen wir wieder einen Schuss? Vielleicht wird die Ecke mal gestoppt jetzt hier, das wäre mal ganz praktisch. Die gestoppte Ecke ist mal besser. Julian Klemmschild steht da jetzt als Stopper. Der macht das bekanntlich auch bei den ersten Jahren ganz gut. Und Ole Knuff am Schuss. Konto Dreieck steht. Das organisiert der Torhüter Laurenz Ebel ganz gut. Nicht wackeln. So, gut gestoppt. Guter Durchlauf der Ecke. Doch sehr stark jetzt, abgelaufen jetzt vom Münsteraner. Es kann der Konter kommen. Münster macht das sehr schnell. Doch Ole Knuff sehr gut zurückarbeitet. Münster über die rechte Seite. Macht das ja sehr gut. Doch bricht ab, weil Julian Klipschütz ja sehr schön verteidigt. Doch wird... Findet da kein Anspiel im Kreis, der hat sich da wieder gut durch. Fuß. Das ist der Fuß. Und das gibt die das Ecke. Das ist die nächste Ecke für den DSD Düsseldorf. Und jetzt vielleicht mal einen anderen Schützen. Jonte Voss auch bei der U18 ist sehr gute Ecken aufgefallen. Vielleicht erstmal wer anders oder eine Ablage, man weiß es nicht. Auch bei den dritten Herren schon viele, viele Eckentore gemacht. Jonte Voss steht da jetzt auch schon beim Schuss. Weiß nicht, ob den sich jetzt wieder Ole nimmt oder vielleicht auch Chris. Oles Ecke gerade, glaube ich, abgerutscht leicht. Sah zumindest von hier oben so aus. So, Jonte steht nicht. Wirkt leicht enttäuscht. Läuft jetzt nach hinten, verstehe ich nicht. Ole Knuff nimmt sich die nächste Ecke. Da stehen jetzt ein paar
mehr Leute hinten. So, mal schauen. Das vielleicht sogar noch eine Ablage. DSC. Oder Chris Reinersmann auf dem zweiten Eckenfeldnis auf 13 schießt. Leider noch kein Tor gesehen. Das könnte jetzt mal kommen. Gute Ausgabe und leider schon wieder verstoppt. Auch gut verteidigt. Pfiff für Münster, verstehe ich jetzt nicht, da brauche ich einen Fuß. Guter Press von DSD da. Doch der Münsteraner kann sich gut lösen. Osten und die Mühle. Der Münsteraner macht das super da. Nummer 25, allgemein schon von Münster sehr ein bisschen aufgefallen durch ein paar sehr gute Aktionen. Doch Chris Reinersmann wieder super gemacht. Wirft sie mit allem rein, was er hat. Zeugt er die halbe Mannschaft von. Ach, doch nicht, leider. Jetzt Jonas und Paul Tenkoff machen das super. Könnt ihr wieder auf Jonas spielen. Oder auf Leo Bergs. Der hat. Und da ist die Chance doch leider neben die gute Agi gesucht von Leo Bergs, der da leider den Abschluss ein bisschen zu ungenau aufs Tor bringt. Besser gesagt, neben das Tor bringt. Aber der Torwart hat sich da irgendwie verletzt. Was ist da passiert? Zeit wird unterbrochen. So, Osten Carter bringt den Ball rein. Paul Tenkoff holt sich da schön ab. Macht das ja sehr gut, um den Ball da hoch. Sehr schön gemacht. Chaos im Strafraum. Da ist der Fuß. Und eine lange Ecke war es, doch kein Fuß. Vatterhahn. Jetzt Per Pink und Chris Reinersmann. Schöner Ball und da kommt Jonas nicht mehr dran, deswegen gibt es den Abschlag für Münster. Ärgerlich. Und die holen perfekt den Ball zurück, sehr gut gemacht vom Ole Knuff. Und jetzt kann Leo Bergs gehen. Wird von hinten gestört, bricht ab. Bricht doch nicht ab, macht das sehr gut. Sehr gut gemacht von Leo Bergs. Auf Oskar Schäffler jetzt, der läuft im Kreis. Das ist meiner Meinung nach sehr schlampig haben wir gespielt. Wie gesagt, der DSD kommt da gut in den Kreis, aber spielt das am Ende echt nicht gut aus. Geht auf jeden Fall besser. Da müssen wir auf jeden Fall im Training dran weiter üben, dass dies mal besser gelingt. Christian von Ries hier auf, will die Ecke haben, weil der Torwart hoch abgefälscht hat. Ja. Münster steht sehr komisch. Die Wanddeckung scheint nicht zu funktionieren. Guter Ball von Christian Mann. Leo Bergs kann ihn nicht stoppen. Doch Paul Tenkoff ist da. Den Pfiff verstehe ich gar nicht. So. Ist die lange Ecke. Die falsche Schiedsrichter in die falsche Richtung gezeigt. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich kein Fall vom DSD. Ja. Jetzt die letzten Minuten des Viertels laufen. Osten Parler mit dem Schrubber rein. Das ist Paul Tenkoff, der hat den Platz. Guter Ball. Ole Knuff. Wird er gehindert. Jetzt müssen wir den Konter machen. Doch Sebi Uhr ist da und verteidigt das schön und hält den Münsteraner ab, nach vorne zu dringen. Sehr gut gemacht von Sebi Uhr. Sehr gut. Der den Münsteraner aufhält. Sehr gut. Doch Münster kommt über die Mitte. Chris Reinersmann sieht er den Fuß. Die wird gerade jetzt schnell machen. Das ist eine Überzahl von DSD. Tenkoff-Familie auch schon sehr lange im DSD dabei. Oskar Schäffler über links. Kommt in den Kreis rein. Könnt den Fuß suchen. Aber ein Fuß. Und das ist die Ecke für den DSD. Das ist sehr stark gespielt vom DSD. So wünschen wir uns das. Sehr gut gemacht. Blonte Voss auf der Bank. Jonas Hoppe auch auf der Bank. Zwei potenzielle Eckenschützen. Deswegen denke ich mal, wird sich das wieder Ole Knuff nehmen. Oder sie machen mal eine Ablage. Die anderen Ecken ja bis jetzt echt schlampig gewesen, was die Ausführung angeht. Zumindest die Stopper haben wir echt noch was gut zu machen. Das könnte vielleicht jetzt noch besser werden. Ecke freigegeben. Gute Herausgabe. Paul Tenkoff zum Schuss. Und wieder abgelaufen. Das machen die Münsteraner echt stark.
Ball kommt nochmal rein, noch wieder raus. Also Münster verteidigt die Ecken echt sehr, sehr, sehr souverän. Es ist echt sehr gut gemacht. Lob an die Münsteraner Eckenabwehr da. Die ist echt sehr stark rausspielen. Austin kann da und Oskar schafft das frei. Agi, und der Ball ist leider nicht drin. Doch gute Chance von Oskar Scheffler da. Wieder der Ballbeginn vom DSD. Ist wieder eine Kontersituation. Der DSD über Oskar Scheffler. Schoch, das ist wieder schlampig gespielt, Oskar Scheffler. Muss er das besser machen? Chris Reinsmann geht da ein schöner Schänzer auf Podenkov. Steht frei im Kreis. Da fehlt aber wieder das letzte Quäntchen Konsequenz. Podenkov hätte er frisch abschließen müssen. Das war ein Fuß von Münster ran, aber ein Stockschlag. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Das war ein Stockschlag von Münster. Das sehe ich echt anders. Leider für Münster gefiffen, noch nicht gegen Münster. Auch wieder Münster macht schnell, probiert es immer mit den langen Bällen nach vorne. Hat aber jetzt noch wenig draus gemacht. DSD wieder da, super gemacht. Und Austin Carter sehr stark. Von Johnson kann sich keine Tore kaufen. Man muss halt Tore schießen. Das haben sie halt heute nicht gemacht.